Du stehst auf düsteren Deathcore, dann bist du auf jeden Fall bei dieser Band richtig. Denn es geht um die Niederländer 12 Thorns. Ich hatte die Ehre, dass ich mir diesen Song mit meinem Chat vor Veröffentlichung anhören durfte. Und wie das klingt, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Also jetzt kommt wirklich eine Premiere, weil dieser Song ist noch unveröffentlicht. Also wir hören den hier jetzt das erste Mal. Der Song kommt erst am 9. Oktober raus. Und am 10. kommt dann erst halt die Reaction auf YouTube. Und deswegen, exclusive, es geht um eine Band, die wir hier schon mal hatten. Ich habe auch schon mal eine Reaction zu denen auf YouTube hochgeladen. Und zwar sind es 12 Thorns. So, Alter. 12 Thorns. So. Die hatten wir ja hier schon mal. Ich fand die Band ja auch richtig, richtig geil. Und ja, wie gesagt, die bringen jetzt eine neue Single raus in ein paar Tagen. Und das checken wir jetzt aus. Ich würde sagen, let's go. Okay, ich finde alleine schon direkt diese leichten Black-Metal-Einflüsse sehr interessant. Ich will das mal kurz hören. Das klingt richtig gut, dieses leicht Black-Metal-lastige. Schön leicht groovy, ne? Also sehr, sehr geiler Part. So sehr schön groovy, muss ich sagen. Ja, gefällt mir jetzt schon direkt sehr gut. Auch hier so ganz kurz dieser Switch. Du hast halt die ganze Zeit so ein bisschen diesen Groove und davon kommen ganz kurz so Blastbeats und dann geht es mit diesem Groove weiter. Oh, geil. Oh, ich habe das so vermisst. Ich habe schon so lange nicht mehr so viele Pickscrews in einem Song gehört, ne? Der jetzt so neu rauskam, so aus dem Deathcore-Bereich. Oh, war das jetzt schön. Das war richtig geil. Das war richtig, richtig geil. So gut. Was ich halt auch richtig gut finde bei diesen ganzen Pickscrews ist, dass es halt nicht so monoton bleibt, so in einer Lage, sondern du hast halt wirklich so eine, so ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, so. Geil. Richtig, richtig gut. Auch das hier, die ist. Aber auch gute Vocals, ne? Auch hier so diese Vocals, so ein bisschen so Tunnel Throat-mäßig, ne? Finde ich geil. Richtig, richtig gute Technik. Jetzt wieder so dieses Black-Metal-lastige, ne? Mit diesen Akkorden. Boah, schön mit dem Bass so im Hintergrund. Jetzt. Geil. Ich will das nochmal hören. Dann sage ich nochmal was dazu. Allein hier schon dieser Build-Up mit diesem Black-Metal-lastigen finde ich halt schon sehr, sehr geil.
Und ich dachte, jetzt kommt der Break. Und dann kommen die Vocals und dann. Schönes. Yeah! Kick Squeals, immer gut. Auch schon dieses. So dieses Piano im Hintergrund, ne? Dieses Keyboard. Aber schön. Ey, sehr, sehr geiler Breakdown. Ich muss wirklich sagen, das ist irgendwie auch so ein sehr recht simpel gehaltener Breakdown, aber der klingt halt richtig gut. So, weil ab und zu kriegst du dann einfach mal nochmal so ein, ne, das war jetzt kein Pinch-Harmonik, aber halt so Kleinigkeiten drin, ne? Was ich halt ganz geil finde. Und halt wirklich so dieses leicht symphonische. Das gefällt mir. Weil das peppt den halt nochmal so auf, aber halt nicht so dieses Übertriebene. Das finde ich super. Oh, diese Pink Squeals. Jetzt sehe ich so ein bisschen groovy. Wieder dieses. Auch wieder so ein Build-up, ne? Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal ein Breakdown. Der ist böse. Auch hier jetzt gerade, also schöner Breakdown, sehr, sehr fett. Geile Vocals, sehr düster und ich finde diese, ne, diese hohen Töne klingen so minimal dissonant. Und das finde ich irgendwie macht nochmal irgendwie so eine geilere Atmosphäre. War geil, auch gut, so ein Fade-Out. Schön. Abstract Chaos Design. Guter Visualizer, muss ich auch sagen. Aber wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiler Song. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe halt einfach diese düstere Atmosphäre richtig gefeiert. So, teilweise so ein bisschen an Hate von Diades Murder irgendwie auch gedacht, ne? Aber ich fand das halt einfach, es klang so gut, ne? Und Pink Squeals, ey, ich liebe Pink Squeals und dann kriegst du noch so viele geboten, da kann ich mich nicht beschweren, so, ne? Finde ich geil, weil ich finde auch, das war halt so wirklich nicht so ein stupider irgendwie so Symphonic Deathcore oder einfach so, keine Ahnung, so ein normaler Deathcore oder so ein Deathcore wie Black Tongue, so in Richtung Downtempo oder so. Ich finde, das war so ein guter Mix aus verschiedenem. Und das fand ich halt einfach ganz, ganz stark und schöne Breakdowns, schöne Riffs, nice Vocals, Pig Squeals, was will man mehr? Also geil, wirklich sehr, 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 sehr fetter Song.